Die News der Woche, das sind die Themen. Ja, die Queen aus dem Vereinigten Königreich ist letzte Woche verstorben. Wie geht es aktuell weiter auf meinem Kanal? Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das erfahrt ihr im heutigen News der Woche Video. Uiuiui, man merkt, News der Woche war lange nicht mehr dran. Aber kommen wir zum ersten Thema. Am 8. September dieses Jahres ist die Queen von den Vereinigten Königreich im Alter von 96 Jahren verstorben. Sie hat viel miterlebt, die für die Geschichte geprägt. In Zukunft wird der Sohn die Regierung, Geschäfte und Co. übernehmen und das weiter vordienen und das Land präsentieren. Wie das alles genau wird, bin ich noch sehr gespannt und viele andere auch. Ja, ein interessantes Video hat der Kanal Wissenwert to go erstellt. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut da sehr gerne mal vorbei. So, ja, wie ihr merkt, irgendwie aktuell ist alles noch nicht so dann, wie ich eigentlich wollte. Deswegen, es wird aktuell diese Woche noch keine reguläre Videos kommen. Das heißt, erst in einer Woche ab der Woche 38 werden regelmäßig Videos kommen, weil ich muss noch Videos aufnehmen, produzieren, schneiden und das dauert ein bisschen länger als gedacht und deswegen verschieben wir es um eine Woche. Aber die Videos, die hier ausfallen eigentlich, kommen dann nächste Woche, dann die nächsten 2 Wochen. Okay. Ja, finde ich schade, aber es ist eben so und für mich geht es dann ab heute wieder auf die Arbeit ab 7 Uhr und darum, ja. So, hey, ja, wie ihr merkt, es wird sich viele Sachen auch ändern. Ich werde da eben Informationsvideo September darüber auch noch sehr ausführlich sprechen. Wird dann wahrscheinlich auch ein längeres Video werden, wo ich nochmal dann genau eingehen, was genau sich verändert. Bei News der Woche und Kanalvorstellungen wird sich vom Format nichts ändern. Ja, ich plane ein bisschen die nächsten 4 Monate und Adventkalender und dann ist sowieso auch schon das Jahr vorbei
Und dann geht er nächstes Jahr bis, ja, Ende August Uni mit spannenden Themen weiter. Ich habe noch keine genaue Ahnung mit was, aber ich würde mit etwas weitergehen und ich sage damit einfach mal, lasst euch einfach überraschen. Wir werden uns ja die nächsten Wochen, Monate nochmal darüber genauer öfter sprechen. Ich werde hin und wieder auch mal Video komplett ausfallen, weil ich die einfach aktuell zeitlich nicht schaffe. Oder wenn verspätet hochgeladen. Das sind die paar Ankündigungen, die ich hier noch habe. Und sonst habe ich erstmal nichts mehr zu sagen, außer dass ich oder der Kollege heute Abend ab 19 Uhr wieder bis November oder Dezember regelmäßig live auf Twitch in Filmproduktion Benjamin. Und damit wünsche ich euch einen schönen guten Wochenstart in die Woche 37. Schönen Tag, macht's gut, bleibt gesund.